Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, euch ganz, ganz herzlich hier an diesem wunderschönen neuen Tag, den wir alle hier begrüßen dürfen, willkommen zu heißen. Und danke, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende gehabt. Habt es auch mal genießen können. Habt euch schöne Momente für euch mitgenommen. Und ja gut, ausgeschlafen in den heutigen Tag gestartet, vielleicht der ein oder andere weniger, ne? Aber ihr Lieben, wir haben einen neuen Tag, wir dürfen den neuen Tag erleben und wir begrüßen ihn voller Freude und voller Herzlichkeit und starten hier auch rein. Und seid euch gewiss, es gibt schöne Momente und wir holen sie uns. Jeder kleine Moment und wenn es vielleicht auch nur ein Sonnenstrahl ist oder ein freundliches Lächeln von einer Verkäuferin oder irgendwas, ne? Oder einfach nur, schau dich einfach im Spiegel an, lächel dich an und ja, sei stolz auf dich. Freu dich über dich selbst, so wie du bist, so wie du aussiehst und sehe auch mal die Sachen an dir, dich, wie wunderschön du bist und wie sehr du dich liebst. So, und jetzt schauen wir, was die Botschaft für dich heute ist, ne? Was die Botschaft dir zu sagen hat, die Energien. Und ihr wisst ja, das kann nicht für oder muss nicht für den heutigen Tag sein. Muss dieses Wort ist sowieso ja, ein sehr unangenehmes Wort. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden, ja, natürlich. Ne? Und wir schauen jetzt mal, ja, was denn so die Energien zu sagen haben. Wie gesagt, ob es jetzt heute ist oder schon vor ein paar Tagen gewesen ist oder erst noch kommt, ne? Ihr wisst, Zeit ist flüssig. Die Zeit zu steuern ist, man kann sie nicht immer komplett sofort in dem Jetzt greifen, ja schon, was sie zu sagen hat, aber das alles, dass man sagen kann, okay, was jetzt genau hier in einer Woche eintrifft, weil du steuerst immer selbst mit deiner eigenen Energie. Ne? Also hast du wirklich da das Steuer in der Hand. Wir schauen. Die Botschaft für dich. So, Botschaft für dich haben wir. Okay, hier kann jetzt sein von Amts wegen oder irgendwas behördenmäßig. Ne? Kann jetzt auch Schule von deinem Kind sein, dass hier irgendwie, ich sag mal, ein Elternabend ist oder dass es hier ein Gespräch gibt. Vielleicht, ja, jetzt schon keine Ahnung, ein Schulausflug oder irgendwas. Also irgendwas ist hier, kann auch sein, dass du schriftlich bekommst, ne? Also, dass sich hier irgendwas tut. Hui. Und hier haben wir auch das Thema, dein Wunschpartner, dein Partner, ne? Also, schaut schon mal ganz interessant aus, was wir hier sehen. Und jetzt schauen wir, was wir hier noch dazu mitbekommen. Okay, hier geht es um die Harmonie. Also hier heißt es, kann es sein, dass dein Gegenüber nämlich hier ja, aus dem Rückzug rauskommt, hier eine Entscheidung getroffen hat. Entscheidung, ich sage mal so, was die Verbindung betrifft. Entscheidung für eine Verbindung hier, dass dein Gegenüber und dein Wunschpartner, ne, also kann jetzt sein, dass es in einer Beziehung ist, dass du in einer Beziehung bist, aber eben auch, wenn es dein Wunschpartner ist. Dein Wunschpartner, was hier aus dem Rückzug wieder rausgeht und die Entscheidung getroffen hat, aus dieser Engstirnigkeit vielleicht raus hier in die Verbindung wieder mal. Jetzt habe ich mich total versprochen. In die Verbindung geht, ja, dass du hier irgendwas hörst. Dass du hier was hörst, was dich auch schon freuen wird, aber so ein bisschen das Misstrauen sehe ich schon noch bei dir, ne? Was hier gezeigt wird. Aber schaut euch das bitte doch mal an, ne? Also hier heißt es, hier wirst du wieder irgendwas spüren, irgendwas sehen, was hören, was dich hier weiterbringt in der Verbindung. Oder zur Verbindung von deinem Gegenüber. Vielleicht hat dein Gegenüber dir hier mal gesagt, kann sein, dass es ein bisschen her ist, nein, da mit dir, da kann ich mir überhaupt nichts vorstellen, also keine feste Beziehung oder irgendwas. Da tut sich nichts und da wird sich auch nichts tun und oder gibt keine Möglichkeit mehr hier für eine feste Beziehung, wenn ihr vielleicht schon mal zusammen gewesen seid. Aber da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass es hier dieses der Wandel ist, also das wird hier umgeschwenkt, ne? Weil hier, dass da irgendwas ist, was dein Gegenüber hier zum Aufwecken gebracht hat und was das gewesen ist, ist die Liebe, ne? Das ist, weil dein Gegenüber hier auch ein bisschen festgestellt hat, du bist für seine oder ihre Wunscherfüllung. Ach ja, seine oder ihre, die Personenkarten sind geschlechtsneutral, wie es sind, im Kollektiv und die Legung kann nicht für jeden zutreffen. So,
Hier kommt wirklich was in Bewegung, hier tut sich was. Also hier wird es, ich sag's dir ganz deutlich, hier wird es ein Treffen, ein Gespräch geben. Also das kann ich dir nach dieser Legung garantieren. Nagel dich jetzt aber bitte nicht fest, dass es jetzt sofort sein muss, ne? Dass es hier komplett kommt. Und da sage ich auch, egal was dein Gegenüber dir vielleicht auch mal gesagt hat oder so, oder auch hier in dem Gespräch am Anfang, ne, dieses vielleicht ein bisschen kühler, bisschen distanzierter, ne? Also hier leg da nicht so viel Wert drauf und lass dich da nicht komplett jetzt hier einknicken, dass du nicht einknickst, ne? Weil hier sehe ich, dein Gegenüber versucht hier ein bisschen, ja, geschützt vorzugehen, ne? Dieses langsame Rantasten, weil und deine Reaktion vielleicht auch zu beobachten, ne? Also dieses erstmal vorsichtig, weil dann kann er immer noch sagen, ne, gut, dass ich es nicht gesagt habe, ne? Weil dein Gegenüber will definitiv hier mehr von dir. Also wirklich, was jetzt hier eine Verbindung betrifft, der möchte das wirklich hier intensivieren. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dann schaut es mir so aus, dass das hier ein bisschen, ich sag mal, etwas distanzierter zwischen euch gewesen ist, die Verbindung. Und dass hier immer so, ich denke mal, hier ging es auch um Entscheidungen, vielleicht mit Zusammenziehen, was mir hier liegt. Dass ihr vielleicht zusammenziehen wolltet oder irgendwie da diese häusliche Veränderung habe ich hier. Ja. Und da das vielleicht so ein bisschen hat dein Gegenüber nicht ganz so erfreut oder was heißt erfreut schon, aber noch nicht ganz so bereit dafür gewesen ist. Vielleicht da in den Rückzug gegangen ist, aber hier tut sich wieder was. Hier kommt da ist auch wieder dieser Wandel, weil dein Gegenüber will. Also dein Partner und dein Wunschpartner, also beide wollen. Ne? Ja, ich will. Und also hier, wie gesagt, behördenmäßig, dass du hier vielleicht auch, wenn es nicht um, wenn du kein Kind hast, wenn es nicht um ein Kind geht, dass du hier auch auf Nachrichten wartest schon eine längere Zeit. Und dass hier immer dieses Zäh, dieses Langsam, aber hier geht es ums Vorangehen bei dir. Hier geht es darum, dieses Weiterkommen, weil du wirst hier auch ein Projekt starten, irgendwas machen, was dein Herzensprojekt ist. Ne? Kann jetzt auch ein Hobby sein, muss jetzt nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben. Aber ich habe auf jeden Fall den Erfolg bei dir. Den Erfolg und das ist so dein Herz. Also du wirst freudige Momente haben. Nicht nur mit deinem Partner, mit deinem Wunschpartner, im Allgemeinen. Weil du hier einfach so diese glücklichen Gefühle, Happiness, was ich hier sehe. Dass du ja auch was hörst, dass du hier ein Kompliment auch bekommst von jemandem. Oder muss jetzt nicht also ja, kann es einfach nur ein netter Arbeitskollege, Arbeitskollegin sein oder einfach nur ja, eine Verkäuferin oder sowas, ne? Einfach irgendwas, dass sie zum Beispiel sagt, Mensch, boah, tolle Schuhe, ne? Oder der Style schaut echt klasse aus. Einfach nur sowas. Und dann, wow, das sind so Kleinigkeiten, diese ganz kleinen Momente. Und da kommt hier wirklich was in Bewegung für dich selbst. Weil hier kommt wieder in Bewegung deine Zuversicht, deine Hoffnung, diese, wie wunderschön das Leben ist, wie wunderschön du bist. Und ganz, ganz viele Glücksgefühle. Also ich sehe hier eigentlich fast so ein bisschen dieses, so diese Frühlingsgefühle hier ein bisschen herauskommen, dieses, wow, mehr so diese Leichtigkeit. Was ich dir aber hier noch gerne mit dazu sagen möchte, was ich hier auch sehe, ist, dass du hier vielleicht ein bisschen an, ja, muss jetzt nicht unbedingt nur heute sein, also es ist sowieso im Allgemeinen sehr wichtig, dass du hier ein bisschen mehr auf deinen Wasserhaushalt achtest. Also hier mehr trinken, Flüssigkeit zu dir nehmen, weil ich hier so ein bisschen so wie Gleichgewichtsstörung habe. Ne? Also so ein bisschen, dass du da Zwindel oder sowas, ne? Dass hier sowas mitgezeigt wird. Ja, also da ein bisschen schauen. Also hier, egal was ist, lass dich bitte nicht stressen und hier, bleib in deiner Zuversicht. Und zwiebel da nicht zu sehr, was mache ich hier links oder rechts und da und hin und her, sondern mal einfach durch, sag, okay, ich weiß, ich werde die richtige Entscheidung treffen. Ne? Also hier nichts mit der Brechstange versuchen zu bekommen, im Allgemeinen hier gesehen, sondern hier einfach diese Leichtigkeit reinnehmen. Weil wenn du hier mit der Brechstange das muss und das und das und das, ne, ist es so, zieht es dir wahnsinnig viel Energie und dann kann es nämlich auch sein, dass es in die Hose geht. Ne? Also hier einfach so diese Ruhe, ne? So dieses wirklich hier sage ich auch, zügel dich in deine Ungeduld. Ne? So dieses habe Geduld. Ist auch eine Übung. Eine richtige Übung, habe Geduld, ich bin ruhig, ich bin ausgeglichen. Na? Weil du weißt, es kommt alles. Schau dir das bitte mal an, wie wunderschön, was hier alles zu dir kommen möchte. So, jetzt haben wir hier, hier heißt es auch so dieses,
Du bist so ein bisschen, teilweise sehe ich dich auch so ein bisschen suchen nach einer Enttäuschung, als wie, du gehst davon aus, dass du enttäuscht wirst. Na? Such nicht danach, du willst es doch gar nicht. Also beschäftige dich bitte nicht mit einer Enttäuschung. Und doch wenn hier im Allgemeinen irgendwas gewesen ist, was ich jetzt nach dieser Legung jetzt nicht so sagen kann, na? Vielleicht schon, dass du die einzige Enttäuschung vielleicht hier, dass du dir ein bisschen vielleicht erhofft hast, dass jemand, ein Freund von dir oder eine Freundin, weitere Entfernung so ein bisschen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast, dass hier wieder jemand auf dich zukommt, rein platonisch, ne? Und da bewegt sich nichts, weil die Person einfach nicht hier aus dem Eimer kommt, ne? Aber da sage ich, damit kann man leben, ne? Dann soll es eben nicht so sein. Dann ist diese Person nicht mehr auf deinem Level, auf deiner Ebene, auf der du dich begibst, ne? Also da, und geh hier auch, zieh dich nicht für dich selbst zurück, geh hier nicht in die Flucht. Denn hier, dein Gegenüber will nämlich hier raus aus seiner Flucht, weil der ist immer so ein bisschen dieses im Rückzug und dieses schnell gestresst und da gleich Rückzug und, ne? Also hier heißt es auch, diese, weil ich so ein bisschen diese Ungewissheit auch mal bei dir sehe, dieses da und her und ich weiß nicht und sowas. Leg das bitte ab, weil so kommst du in eine Spirale rein, da geht nämlich dann gar nichts mehr. Und da hängst du dann nämlich richtig tief fest in dieser Spirale, weil hier wird auch gezeigt, dass du hier wieder ja diese deine dieses Kraftlose, was wir hier auch haben. Ne? Also hier bitte sei bedacht für dich selbst, hier nicht mit der Brechstange, sondern sag, okay, kann ich auch mal jemand anders machen, wenn es beruflich ist oder im Allgemeinen so gesehen. Ne? Weil hier sehe ich auch, wie gesagt, Gespräche und dass du da, dass da ziemlich viel auf dich kommt, so da Termin, dort Termin und du rumhastest und wie gesagt, auch so ein bisschen dieses Kraftlose sehe ich bei dir. Also da heißt es, alles klar, du weißt, du bekommst das hin, du bist ein Organisationsprofi, ne? Weil hier Erfolg definitiv ist komplett bei dir und hier greife wieder deine Zielstrebigkeit. Weil hier wird die Harmonie gezeigt. Harmonie im häuslichen Bereich, in deinem ganzen Umfeld, komplett. Der Erfolg ist komplett bei dir. Und hier sehe ich auch beruflich, dass hier sich irgendwas tut, das tut, die Anerkennung, irgendwas hier ganz Tolles bekommst. Kompliment auf jeden Fall. Lob sehe ich auch bei dir. Und wie gesagt, Partner, Wunschpartner, hier eine freudige Nachricht, vielleicht auch eine Einladung hier irgendwo hin, ne? Oder wie auch immer. Und dass hier auf jeden Fall was in Bewegung kommt, ne? Also da, dass sich auch jemand mit dir wieder in Verbindung setzt, dein Wunschpartner. Wenn du einen Partner hast, wie gesagt, hier, wenn es um Veränderungen ging, im häuslichen Bereich, dass ihr so uneinig gewesen seid, da wird es auch zur Einigung kommen und dein Gegenüber wird hier auch so ein bisschen aus dem Schmollmodus wieder zurückkehren. Na? Also ihr Lieben, jetzt startet mal richtig mega toll rein, weiterhin in den Tag und ich wünsche euch alles, alles Liebe und danke, dass es euch gibt. Tschüss!